Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Vergesst zum Start dieses Videos nicht zu abonnieren, liken, Glocke aktivieren, das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr alles machen würdet. Ja Leute, wir spielen heute ein neues Game, nämlich Super Mario Bros. Wonder. Ja Leute, das neue 2D Mario, ein neues 2D Mario, können wir jetzt spielen. Neues 2D Mario ist rausgekommen und ich bin schon sehr gespannt, wie wir uns schlagen werden in den Leveln. Also wie wir es halt durch die Level schaffen. Und ja, ich bin schon mal sehr gespannt, wie das ja alles wird. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. So, hier gibt es natürlich eine Menge Auswahl an Charakteren. Einmal Mario, Luigi, Peach, Daisy, gelber Toad, blauer Toad, Toadette, Yoshi, roter Yoshi, gelber Yoshi, hellblauer Yoshi und natürlich Mopsy. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Aber ich würde sagen, wir starten mal ganz einfach mit Mario. Los geht's! So, kommt ja erstmal die Intro-Sequenz. Willkommen im Blumenkönigreich. Es liegt gar nicht weit vom Pilzkönigreich entfernt. Mario und die anderen folgen einer Einladung von Prinz Florian und reisen zum ersten Mal dorthin. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier am Start entlang und oh, hi Luigi. Okay, jetzt treffen wir erstmal auf Luigi und das sind auch so ein paar Toads. Genau, da sind die Toads und Yoshi und Peach. Also erstmal eine ganz gemütliche Reise zu dem Prinz Florian, genau. So, genau, einfach weitergehen. Oh, was passiert jetzt? Also, Super Mario Bros. Wonder. Genau. Jetzt beginnt das Intro. So, alle freuen sich natürlich erstmal, dass die beim Prinz Florian angekommen sind. Genau. Und da oben schwebt schon die Wunderblume. Und oh, da war gerade Kamek. Und Bowser. Oh Gott. Bowser schnappt sich die Wunderblume. Alles klar. Und er schnappt sich gleich noch das Schloss von dem Prinz Florian. Also wahrscheinlich vom Prinz Florian weg. Und er kommt in einem Luftschiff an, oder wie das so aussieht. In so einem Bowser-Luftschiff. Oh, jetzt kommen ganz viele Piranha-Pflanzen. Oh Gott. Und Bowser treibt in seinem Luftschiff, oder eher Luftkugel, hat man gerade gesehen, davon. Ja. Oh, was passiert jetzt? Bei so einem Toad? Die Toads, die sind irgendwie so andere Toads irgendwie. Weiß nicht, wie ich sagen soll. So Toads, die haben so eine Holzkappe irgendwie auf. Oder nee, so eine Blüte. Das sind so Blütentoads oder so. Weil das sieht so aus, als hätten die da so eine Blüte am Kopf. Sieht so aus. War das nicht dieser fiese Bowser? Wie konnte er nur unser Blumenschloss und die Wunderblume stehlen? Unfassbar, dass dieser Kerl auf diese schlimmste Art mit unserem schönen Blumenschloss verschmolzen ist. Damit darf Bowser nicht durchkommen. Gar nicht auszudenken, was er alles anrichten könnte.
Okay, was passiert jetzt? Aha. Wie, du möchtest helfen? Vielen Dank! Dann komme ich gerne mit und weise dir den Weg. Nur einen Augenblick. Aha, also starten wir jetzt auf die Reise und die Yoshis und Mopsi natürlich auch. Die rennen uns hinterher. Genau, die wollen ja auch noch mit. Welt 1 Röhrenfelsenwiese. Alles klar, ich würde sagen, wir starten in das erste Level. Willkommen im Blumenkönigreich. Da bin ich ja mal gespannt, was es wird. So, dann starten wir hier erstmal am Anfang vom Level, wie immer. So, was für ein Item gibt's hier denn? So, erstmal hier nach oben schauen, was da so auf dem Baum ist. Oh, sag mal, komme ich hier nicht hoch oder was? Doch, geht schon. So, hier schläft gerade ein Goomba, ganz gemütlich unterm Baum. Schlafen hier alle gerade, die Goombas. Oh, One-Up, cool. Haben wir gleich schon mal ein Leben dazu bekommen. Oh, jetzt kommt das Elefanten-Item. Eines der coolsten Items in diesem Spiel. Meiner Meinung nach. Okay. So. Tolles. Warte. Was hat der gesagt? Oh. Das kann ich nicht mehr lesen. Diese Blume da hat irgendwas gesagt. Ah, erfrischend. Ja, das kann ich glauben, dass das Wasser erfrischend ist. So, hier auch schon der Checkpoint. Hallo. Ja, so, dann nochmal ein Item, das wir einsammeln können. So. Oh, da kommt schon die Wunderblume. So, die sammeln wir natürlich gleich mal ein, um zu sehen, was dieses Item bewirkt. Also alles wird auf jeden Fall schon mal sehr komisch irgendwie. Sogar eine Röhre bewegt sich hier. Das ist auch neu. Oh Gott. Da oben haben wir so eine Coin. Ich glaube, das sollen die Star Coins sein. Oh Gott. Oh, ich hätte schon gedacht, ich falle jetzt hier runter. Gleich im ersten Level. Aha, Wundersamen erhalten. Ah, aus dem Wundersamen werden wahrscheinlich dann Wunderblumen. So, hier nochmal ein paar Röhren mit Wasser. Tschüssi! Ja, tschüssi Blume. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Ziel. Ah ja, ach so, wenn man nach jedem Level werden diese Blütentoadhäuser wieder normal. Also, tschüss. So, dieses Level hätten wir schon mal bestanden. Erstes Level ist natürlich, wie ihr wisst, das Einfachste bei jedem Spiel so. Also vermutlich bei jedem Spiel so. Prima, Wundersamen werden uns auf unserem Abenteuer sehr nützlich sein. Sammeln wir doch noch mehr. So, ich würde sagen, wir starten ins nächste Level. Piranha Pflanzenparade. Da bin ich ja mal gespannt. Ui, jetzt sind wir hier sogar in so einem Wald drin. Auch wirklich cool gemacht. Der Wald, der sieht wirklich cool aus. Also da bin ich jetzt schon mal gespannt, was uns hier in diesem Level erwartet. Oh Gott! Der Piranha-Pflanze ist aber nochmal ausgewichen. So. So, zack. Und dann gehen wir mal weiter. Ob man da hinten irgendwie hinkommt? Wie meinst du? Ach,
der meint, wie man dazu die Röhren nach hinten hinkommt. Ja, das weiß ich auch nicht. Kann ich dir leider nicht sagen, Blume. So, dann hier so eine 10er-Münze. Ich glaube, das sollen die Starcoins sein. Diese 10er-Münzen. Ich glaube, das sollen diese Starcoins sein. Oh, wieder eine Wunderblume. Ja, jetzt ändert sich der Hintergrund. Was ist da los? Oh Gott, da kommen ja sogar schon Piranha-Pflanzen von der Decke. Schnell weg. Oh, da unten sind so lila Münzen. Die sammeln wir auch noch ein. So, oh Gott. Bin ich getroffen worden? So, wieder so eine 10er-Münze. 10er-Lila-Coin. So. Weiß ich nicht, wie man die nennt, diese Coins. So. Erstmal. Oh Gott! Was war das gerade? So. Oh nein! Jetzt bin ich kleiner Mario. Oh Gott. Ah! Oh, ich hätte schon gedacht, da kommt jetzt wieder eine Piranha-Pflanze aus der Röhre raus. Aber zum Glück war es nur ein Wundersamen. Für die Wunderblumen. So. Oh Gott. Jetzt verfolgen uns sogar hier die Piranha-Pflanzen. Ja, ich würde sagen, ach, Ziel erreichen wir nicht mehr, aber zweites Level geschafft. Ja. Da bringt uns wieder dieser Blütentod wieder so einen Wundersamen vorbei für die Wunderblumen. Genau. Dann würde ich sagen, können wir auch schon wieder ins nächste und vermutlich auch letzte Level für heute starten. Genau, das ist dann nichts wie hinterher. Das machen wir noch heute und dann geht's im nächsten Part weiter. Genau, so. Ah, hier wieder der Itemblock. Bitte Elefant. Ja, ich habe Elefanten-Item bekommen. So. Hallo? Och nö, jetzt kommen hier sogar so... Was sind das? Eichhörnchen. Ich glaube, das sollen Eichhörnchen sein. Genau, also korrigiert mich, falls ich falsch liege. In den Kommentaren halt. Weil für mich sind das halt Eichhörnchen. Also... Ja, es sind vermutlich schon Eichhörnchen, weil, ja, die haben, die spucken da so Dings, so Nüsse aus. So Haselnüsse. Und normale Eichhörnchen essen ja auch Haselnüsse. Deswegen sind es vermutlich Eichhörnchen. Aber jetzt erstmal wieder zum Gameplay. Der Hintergrund ist auch sehr nice. Auch wieder so. Dings. So Ruinen eher. Irgendwelche Steinruinen. Ist es vielleicht schon so. Sieht man da vielleicht schon so diese zweite Welt schon von der Ferne vielleicht? Wird die zweite Welt eine Ruinenwelt sein? Ich bin ja schon mal gespannt. So, ah, jetzt haben wir sogar so einen Superstern. Also, ja genau, Superstern haben wir jetzt. Und damit können wir durchs gesamte Level laufen, ohne dass uns irgendwas passiert. Bis halt die Fähigkeit wieder zu Ende ist. Und dann hätten wir dieses Level auch schon wieder abgeschlossen. Mit dem Superstern am Ende war es nochmal ein bisschen kürzer. Leider. Aber, naja, macht ja nichts. Wir haben ja trotzdem alles vom Level gesehen. Also, haben vermutlich alles schon vom Level gesehen. Finde ich schon. So, ich gehe schon mal zum nächsten Level. Und... Oh, das gefällt mir. Das Blumenschloss ist mein. Ja, ich bin das Blumenschloss. So viel wundervolle Macht. Ich
spüre, wie ich stärker werde und stärker und noch stärker. Bald wird alles mir gehören. Guhahaha. Okay. Bowser mag uns schon wieder mal nicht. Bowser will schon wieder sich die ganzen Welten hier klauen. Also Bowser will uns schon wieder angreifen oder sowas. Dieser elende Bowser, er wird noch alles verwüsten. Das lasse ich nicht so. Wir müssen irgendwie zu ihm gelangen. Nehmen wir da vorn doch eine Propellerblüte, um zu ihm aufzuschließen. Eine coole Idee. Stimmt. Prinz Florian hat recht. Ach so, die Raupe ist Prinz Florian, habe ich gerade bemerkt. Dann ist die Raupe halt Prinz Florian. Ja, ich würde aber sagen, an der Stelle stoppen wir den heutigen Part. Ja, ich würde sagen, das war's für dieses Video heute schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke. Und ja, das würde mich einfach sehr, sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Und ja, Leute, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen, schönen Tag, Leute. Haut rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.